Hallo liebe Eltern und hallo alle Freunde des Schuhwidu-Kanals. Ein neues Thema, neue Folge und zwar die Unterschiede bei den gefütterten Gummistiefeln. Worauf sollte ich achten? Was gibt es alles? Worüber sollte man reden? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Bis nachher. Hallo liebe Eltern und hallo liebe Interessierte, alles um das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe. Der Jahreszeit entsprechend und den Verkaufsgewohnheiten sowieso habe ich mich da diesmal dem Thema gefütterte Gummistiefel zugewendet, weil auch darüber kann man natürlich eine ganze Menge erfahren. Und wie immer ist es halt so, Gummistiefel ist nicht gleich Gummistiefel, Futter ist nicht gleich Futter, auch da gibt es massive Unterschiede in den Gebrauchseigenschaften und über die wollen wir jetzt einfach mal sprechen. Das heißt, ich erkläre von Modell zu Modell, was da der einzelne Unterschied mit ist, welchen Nutzen ich natürlich davon habe und worauf ich vielleicht auch bei meinem Kind mit achten sollte. Der Gummistiefel ist unumwunden gerade so dieses Lieblingsschuhbekleidungsobjekt in der Kita-Zeit, gerade in dieser sogenannten Übergangs- oder leichten Herbst- und Winterzeit. Weil sie sind natürlich auch recht zweckmäßig, sie sind einfach anzuziehen. Ich habe sie schnell an und wenn es geht, habe ich sie genauso gut schnell wieder draußen, vom Fuß her. Ja? Großer Nachteil bei allen Gummistiefeln, egal aus welchem Material sie bestehen, sie halten nicht die Körperwärme. Deswegen wird also dann sowieso ab einer gewissen Temperatur empfohlen, von den normalen baumwollgefütterten Modellen auf leicht gefütterte oder wärmere Modelle umzusteigen. Hintergrund ist natürlich das, was ich eben gerade schon gesagt habe, ab einer gewissen Temperatur ist das PVC oder der Naturkautschuk von generell kalt. Weitere Eigenschaften sind, sie halten die Wärme nicht. Deswegen brauche ich also Futter in dem Schuh drinne, damit sozusagen die Fußwärme gehalten wird, beziehungsweise mir der Kinderfuß nicht gänzlich auskühlt, weil nämlich diese beiden Materialien dem Fuß sozusagen die Körperwärme entziehen. Und auch da gibt es, wie ich schon anfangs gesagt habe, natürlich gravierende Unterschiede. Wir haben jetzt hier so die verschiedenen gängigen Modelle mal, natürlich auch bei uns mit einem etwas breiteren Spektrum, weil wir brauchen ja Schuhe oder auch die Gummistiefel in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, wir brauchen mal welche für die schlankeren Füße, wir brauchen mal was für die breiteren Füße und wir brauchen was für die richtig kompakten, die viel draußen sind, wo es wirklich auf eine defensive, richtige Wärmehaltung ankommt, die ich dann praktisch auch, ich sag mal, bei hochwinterlichen Temperaturen anziehen kann, nämlich diese richtigen Thermogummistiefel gehen dann sogar bis minus 30 Grad. Kommen wir zurück zu dem, was man jetzt im Allgemeinen, jetzt im Kindergarten, bei der Tagesmutter oder so weiter ansieht. Und dann sind das sozusagen die gängigen Modelle aus PVC oder Naturkautschuk. Hier habe ich meistens ein Innenfutter, was entweder aus einem synthetischen Vlies besteht, wie hier, was relativ dünn ist, keinen hohen Flor hat, aber trotzdem eine leichte Wärmeeigenschaft mit hat. Generell empfehlen wir beim Kauf von Gummistiefeln, wenn es nicht der extrem kräftige Fuß ist, eine wärmende Sohle mit reinzulegen. Und bei passenden Temperaturen auch eine dicke Socke mit zu erwägen. Klar fange ich mit solchen Gummistiefeln, ich sage mal, sofern es dann von den Temperaturen her kühler wird, ich sage es einfach mal so, bei 14 Grad kann ich also schon einen gefütterten Gummistiefel mit anziehen. Ich muss natürlich immer wieder mit sagen, der Gummistiefel ist nicht für den Dauergebrauch geeignet, weil kein Kind, egal in welcher Altersgruppe, läuft wirklich gut mit Gummistiefeln. Das liegt zum einen mit daran, weil ich die ja nie in der Weite verstellen kann, weil ich die auch nie auf den Fuß aufbringen kann. Deswegen bitte achtet mit drauf und zieht die Gummistiefel bitte nicht den ganzen Tag an, sondern wirklich bloß sporadisch, vormittags, wenn es rausgeht, wenn die Wiese noch nass ist und die Kinder sozusagen nur eigentlich rumtoben wollen. Dann kann man den Gummistiefel mit gerne nutzen, bei Regenwetter, bei feuchtem Wetter, ja. Aber bitte nicht den ganzen Tag irgendwo draußen tragen.
So, über das leichte Filz oder Vlies haben wir hier gesprochen, weil der Unterschied zu Filz wäre natürlich, es ist ein natürliches Produkt. Vlies bedeutet immer, ich habe ein synthetisches Material, das kann Polyester, ist es ja meistens auch Polyester sein, genau. Und das gibt es in verschiedenen Stärken. Dann haben wir hier dann schon mal dieses leicht angeraute, plüschige Polyesterfutter. Das heißt, auch hier wieder habe ich eine leichte Wärmehaltung. Es ist noch nicht der Thermoboot schlechthin. Thermoboots fangen also meistens auch dann an, wenn man jetzt ein gewisses Innenfutter hat, was richtig schön plüschig ist und wo man auch die Stärke beim Reinfassen mitmerkt. Das wäre dann so etwas. Mal gucken, ob es die Kamera mit einfangen kann. Ich versuche das mal hier so ein bisschen deutlich zu machen, aber ich glaube, das sieht man schon, dass es hier schon, wie sagt man, so einen Kunstfellcharakter hat. Damit habe ich längere Fasern. Längere Fasern bedeuten immer, wird ein gewisser Wärmepuffer erzeugt, ja, wo also wärmere Luftschichten hier sozusagen zwischen den längeren Fasern gespeichert werden. Die Creme de la Creme sozusagen, und auch die gibt es natürlich, wenn man sozusagen Gummistiefel mit einem Wollfutter erwirbt. Bietet zum Beispiel der Buntgard an und diverse andere Firmen, die sich mehr auf Naturmaterialien generell spezialisiert haben. Das ist immer schon mal daran zu erkennen, dass man es mit einem hellen Innenfutter zu tun hat und was gegenüber einem synthetischen Innenfutter relativ stumpf wirkt von der Farbgebung her. Der Vorteil bei dem Wollfutter ist natürlich, ich habe eine ganz andere Wärme und meistens habe ich auch bei diesen Schuhen eine so toll isolierende Innensohle. Mal gucken, ob ich sie rauskriege. Frau Nowak hat schon kleine Hände. Hat sie. So, schaut euch das mal an. Also wir haben hier eine mega dicke Filzsohle innen drinnen und nochmal diese isolierende Aluschicht gegen die Kälte von unten her. Also das heißt, hier bleiben die Füße garantiert trocken. Allerdings liegen dann solche Modelle dann natürlich schon in dem Bereich von einem braunen Schein. Das heißt also 50 Euro muss man hier mindestens hinblättern. Währenddessen die mit den synthetischen Materialien gut und gerne jetzt hier um die 30 Euro. 32, 35, 37 Euro liegen, je nach Ausführung, wie gesagt. Und das ist eben halt dieser große, große Unterschied, den es dabei gibt. Hier haben wir natürlich auch ein kleines gewichtiges Problem, ja, weil natürlich, ich sag mal, eine massive Kautschukangelegenheit in dieser Stärke ist natürlich nicht so dünn wie dieses Modell hier, was wir natürlich auch sehr gerne mitunter für die Laufanfänger mit empfehlen. Das ist dann schon eines für ein gestandenes Läuferkind, was auch ein gewisses Gewicht mit sich bringt. But last and not least natürlich dann auch hier die Schuhe sozusagen mit der herausnehmbaren Innensocke. Hier erfolgt die Wärmehaltung natürlich durch dieses extrem dicke Polyesterfilz, dem Vlies, was man hier hat. Ist also praktisch herausgestanzt aus einer Matte. Da sieht man auch die Dicke des Materials. Und wie Sie unschwer erkennen können, ist es auch hier im Gegensatz zum optischen Überschuh natürlich eher was für den schlankeren Fuß. Bei diesen Modellen, die mit einem Innenstrumpf arbeiten, bitte nicht zusätzlich dicke Socken anziehen. Hier erfüllt diese Übersocke den super Effekt und reicht von der Wärmehaltung total aus. Nachteil ist bei diesen Schuhen, die also mit einer Innensocke konzipiert sind, ich weiß, es liegen teilweise Verpackungshinweise mit drin oder Anwendungsbeispiele, dass man solche Modelle auch gut und gerne ohne so eine Innensocke tragen kann. Jetzt, liebe Eltern, der Innenstrumpf ist für einen schmalen Fuß geeignet. Dieses Modell ist so dann kompakt, weil ich muss ja hier, ich sag mal, fast 8 mm Polyestervlies beidseitig abdecken. Dann habe ich hier einen Überschuh, der relativ kompakt und volumig ist. Wenn also ein Kind, was den Schuh mit Socken trägt, kann den natürlich logischerweise danach nicht ohne Filzeinlage tragen. Also jeder, der das meint und der könnte, es würde gehen, wird sehen, sein Kind läuft einfach nur
bescheiden damit. Ja, weil diese Zweifachkombination ist zwar gut gedacht, soll auch einen Mehrwert suggerieren, im Allgemeinen passt es also nicht. Und es kommt dann wieder hinzu, wer das probiert, wird es auch hören, jedes Kind schlurkst da drinnen nur rum. Also, wunderbare Geschichte, Gummistiefel, braucht heutzutage fast jedes Kind, was in die Kita geht oder zur Tagesmutter ganz einfach. Die Jahreszeit verlangt und schreit praktisch für mich nach solchen Modellen. Aber achtet bitte beim Kauf auf die Bedürfnisse des Fußes und was ihr gerne möchtet. Es gibt eben halt, wie gesagt, viele Modelle, die den Ansprüchen genügen. Und manchmal ist es einfach auch bloß das Blinkern am Schluss. Euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen.